Unter dem Leitsatz Building Bridges for People and Businesses fand erneut ein Investmentforum der IHK Berlin statt. Bereits im Oktober 2013 war eine Wirtschaftsdelegation mit Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft auf einem Besuch in der Sozialistischen Republik Vietnam. Dort waren insgesamt 15 Berliner Unternehmen beteiligt und es haben über 500 Gespräche im Rahmen von zwei Business-Konferenzen stattgefunden und das waren sehr, sehr erfolgreiche Gespräche. Um Gespräche und erste grenzüberschreitende Unternehmensprojekte zu vertiefen, lud nun der Bereich International der IHK Berlin zum Investmentforum ein. Bei unserem Besuch in Vietnam standen zahlreiche Projekte auf der Agenda, die uns künftig noch enger verbinden werden. Und dabei reden wir nicht nur über Pläne, die Projekte sind bereits auf dem Weg der Umsetzung. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Forum eine ideale Gelegenheit ist, um miteinander ins Gespräch zu kommen, die Potenziale einer intensiven Zusammenarbeit auszuloten und gemeinsam neue Ideen zu entwickeln und laufende Projekte voranzutreiben. Wichtig ist, dass die vietnamesische Regierung sowie die Provinzen wünschen, dass deutsche Investoren nach Vietnam kommen. Dieses große Interesse kann man im gesamten Land erleben. An den Vorträgen und Diskussionsrunden nahmen hochkarätige Vertreter aus Branchen wie Verkehr, Energie und Gesundheit teil. Beim anschließenden Networking wurden erste Weichen für zukunftsweisende Kooperationen gestellt. Während der Delegationsreise gab es ja wirklich ein starkes Engagement, sowohl der IHK als auch des regierenden Bürgermeisters, uns mit den richtigen Leuten zusammenzubringen. Der Minister für Planung und Investitionen, der heute da war, war damals auch sehr entschlossen. Er hat gesagt, ja, wenn irgendetwas ist, ich komme nach Berlin, bitte redet Klartext mit mir. Ich glaube, bis zum gewissen Punkt konnten wir das heute tun. Das heißt, wir konnten unser Anliegen nochmal platzieren, mit ihm gemeinsam auf dem Podium zu sitzen, sein Ohr doch für eine Weile zu haben. So eine Veranstaltung gibt es auch die Möglichkeit, anderen Menschen kennenzulernen und anderen Ideen, was die schon gemacht haben, darzulegen. Ich denke mal, das hat mich sehr viel auch Mut gegeben. Die heutige Veranstaltung war natürlich auf einer sehr hohen Ebene, es war die Ministerebene. Insgesamt finde ich es aber sehr schön, dass die IHK ein Rundum-Sorglos-Paket schnürt und das Ganze hilft natürlich, um Netzwerke zu bilden. Mit diesem Veranstaltungsformat, welches zweimal jährlich mit unterschiedlichen Partnerländern stattfindet, bietet die IHK Berlin eine Plattform für Interessenaustausch und erleichtert den Eintritt in neue Märkte. Die nächste Delegationsreise führt die Berliner Wirtschaft nach China.